Der Wecker fiebt 6:30 und heil nimm deinen Lauf. Die Große muss zur ersten Stunde los, steh auf und mach leise, dass nicht gleich die Mittlere aufwacht. Die kann noch schlafen, rums, die erste Türe kracht. Die Diele knarrt, die Spülung rauscht und überdies ist der Kleine aufgewacht und schreit wie am Spieß. Ich setz ihn auf den Topf, er ist ganz rot vor Wut. Ich schmier der Großen schnell ein Pausenbrot. Mach's gut, vergiss den Turnbeutel nicht, die Mittlere kommt. Mann, lauf hier nicht barfuß rum, los, zieh die Puschen an. Ich seh grad zu, wie mein Toast in Flammen aufgeht. Da hat der Kleine seinen Topf samt Inhalt umgedreht und stürzt sich auf mich mit einem Freudenschrei. Alle guten Dinge sind drei. Ich hab die Mittlere zur Schule gebracht und verwische die Spuren der Haselnusscremeschlacht. Dies ist die Zeit, wo ich an meinen Schreibtisch kann. Der Kleine malt mein Bein mit einem Filzstift an und erledigt während eines kurzen Telefonats durchzerreißen die gesamte Post des Vormonats. Die Große kommt nach Hause und macht ein langes Gesicht. Alle Freunde am Computer, nur sie wieder nicht. Der Kleine pinkelt auf den Teppich, der bringt mich ins Grab. Vorher hole ich noch die Mittlere von der Schule ab. Dann geht's Mittag und schreit, wer's erste Fischstäbchen kriegt, bis die Tränen fließen und es auf der Erde liegt. Der Kleine niest mich an und hat den Mund voll dabei. Aller guten Dinge sind drei. Ich nötige sie zum Mittagsschlaf, jetzt hätte ich etwas Zeit. Die Große beichtet mir ihre Geschichte dabei. Und jetzt hat sie 3 Chaoten zum Spielen bestellt. Nicht so laut! Der erste Stuhl umfällt, ist der Kleine wach, die Mittlere schlurzt. Ich denke, ich soll zum Kindergeburtstag und hab noch kein Geschenk. Der Kleine steckt sich erstmal eine Erbse ins Ohr. Der Doktor ist ein Freund und nimmt uns rasch mal vor. Ich kauf schnell ein Geschenk und geb die Mittlere ab. Komm schweißgebadet raus, ich glaube, ich mache schlapp. Der Autoschlüssel weg, wie komm ich jetzt nach Haus? Nur wieder will ich, spuckt der Kleine ihn dann doch noch aus. Ein Nachbar grüßt, na, sie haben wohl immer frei. Aller guten Dinge sind drei. Zu Hause setzt bereits der Abendwahnsinn ein. Der Kleine rollt sich gleich mit hohen Spitzen schreien in einen Vorhang ein, zu einem dicken Ball und lässt sich samt Gardine auf den Boden fallen. Bei der Großen grünt Ohren betäubende Musik. Hey Mama, bleib mal cool, ich übe Mathematik. Die Mittlere kommt vom Geburtstag mit dem Rekord im Schokokusswettessen und sie übergibt sich sofort. Die Große und der Kleine kriegen eine Stulle aufs Brett, die Schokokusswettesserin eine Schüssel vors Bett. 2 Einschlafgeschichten bei jedem von den dreien, ich selber schlafe direkt bei der Tagesschau ein. Ich schlepp mich ins Bett, die Füße schwer wie Blei, aller guten Dinge sind drei. Mein Mann lächelt mir zu, na überleg es dir, vielleicht sind aller guten Dinge ja auch